Genau, man sieht leider keine Animation während des Trinkens. Ist immer ein bisschen blöd. Ist ein bisschen traurig. Ja. Eins, zwei, drei und drinkable. Aufnehmen. Wenigstens der Ton ist da. Genau. Jetzt schmeiße ich die wieder runter. Guck mal auf die Stats. Ja, ein paar Balken. Toll, ne? Aber besser als gar nichts, ne? Besser als verdurst. Genau, aber hier könnten noch ein paar Früchte rumliegen, hängen. Die so dran sind, eine Zitronen. Und Kinos, ich weiß trinkt nicht, was kein Salzwasser, wenn ihr Durst habt. Nee. Das trocknet euch alles aus, du. Genau. Doch sorge ich dir. Das Teil besorge ich mir auch nochmal. Verdammt, ey. Da ist man voll... Boah, dein Arm ist kaputt, Toni. Ja. War ein harter Flug. So, da ist noch eine Kokosnuss. Nehme ich mir mal. Toni, wie sieht das eigentlich aus? Also wenn du wirklich mal mit dem Flugzeug abstürzen würdest, so mitten auf dem Meer und du bist halt der einzige Überlebende. Das wäre hart. Ja, aber du lernst gerade von dir selbst. Ja, schon wie ich verkacke. Guck, hier ist so ein Teil. Eine Ficus, Alter. Ficus, Ficus. Zieh ich mir sofort Ficus, rein. Ficus, Ficus. Ficus, genau, davon gibt es noch mehrere. Und da sammle ich mal ein paar. Und da geht zur nächsten Insel. Denn hier war ich ja schon. Aber das Leben ist kein Spiel, ne? Nee, vor allen Dingen nicht hier. Nee, so. Man darf nicht in Panik geraten. Ja, ich glaube, so wie du gerade über die Insel rennst, das sieht ziemlich panisch aus. Ja, das ist ein Nashing, glaube ich, gewesen. Hinter dir, da unten, rechts. Oh, das ist eine Schlange. Ah, das ist eine Schlange. Eine Schlower Constrictor. Hier ist auch nichts dran, ne? Und sie gibt echt nichts zu holen. Gut, ich glaube, ich ziehe mir nochmal zwei Dinger rein. Zwei Kokosnüsse. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das sieht schön aus, wie die so sich hinstellt, wenn du die nochmal anschlägst, trinkbar ist. So, zertrinken. Und dann kann man die ja so weghauen. Und dann kann man sie essen. Oh, ist aber schön. Mhm. Guck mal, sieht gut aus, aber ich brauche nur eine. Jetzt spucke ich noch. Das ist mein Spückerchen. Ich könnte noch mehr vertragen. Sollte ich mir mal eine Bandage rumziehen? Ja, halbes Leben. Ich habe mir jetzt eine Bandage rumgezogen. Wie viel hast du verloren, wo du vom Weiß Baum gesprungen nicht. Hast? Keine Ahnung. Drei Balken, oder? Oder vier? Vier wäre ein halbes Leben, wenn du nochmal runterfällst. Ja, das ist schon... Oh, das ist echt hart hier. Ich mache mir noch einen Trinken. Also ich ziehe mir noch was, ein bisschen Flüssigkeit rein. Ich hoffe, die Bandage hat was ge... Die habe ich mir gar nicht umgewickelt. Wie kann ich mir die denn umwickeln? Hm. Aber ich blute ja nicht. Er hat sich nur was gebrochen, also ich glaube, wenn die Stats wieder voll sind, trinken und Durst, dann lädt er sich wieder auf. Oder du nimmst dir einen Ast und schnürst den drum. Mit Lashing und Ast machst du eine Schiene. Wow! Oh, jetzt Alter, wie kann das passieren? Das Licht kam runter. Das Kabel, das ist zu kurz. Hä? Nee, das ist hier drum, Alter. Oh. Warum ist das hier drum? Warte, wir bauen das hier mal ein bisschen um. Irgendwie so und dann so. Das passt. Ja, krass. Ja, da das Licht. Kann das du hast mich gerettet, Toni. Du hast mir das Leben gerettet. Wahnsinn, ey. Kann das Licht einfach. Du bist in real life gestorben, Alter. Von einem Licht. Von einem Faltlicht. Gibt's aus gar Stoff. Nicht. Und einen Schluck Wein. Ja, aber nur heute. Ist eine Ausnahme. Erstmal einen Schluck auf den Schock. Mhm. Das ist ja gar nicht so einfach so. Das ist jetzt aber ein Grund, ne? Das ist aber ein Grund. So, drinkable. Zieh ich mir rein. Empty. Kokos. Kokosnusshälfte. Könntest du noch was essen oder einpacken für später? Genau, wir gucken erstmal Stats. Okay. Ich möchte ja voll sein irgendwie. Damit sich der Herzverlauf
vielleicht spukst du. Das Herzding da wieder auflädt, Mann. Wie soll ich denn das nennen? Die das Herd, Leben. Ja, das die Herz-Stats. Wir laden das Leben auf. Ich find's übrigens ziemlich niedlich, dass die Uhr Bipi heißt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Bipi. Und ich hab so eine Rolex und du so, ich hab eine Bipi. Oh, das klingt aber niedlich, du. Ich hab eine Bibi. Ja, pass auf. Ich zieh mir jetzt noch so eine Kokosnuss rein, damit ich volle Stats hab. Und dann geht's weiter. Ich hoffe, ich mach jetzt kein Spückerchen. Alles gut gegangen, ne? Alles gut gegangen. Und die andere Hälfte, wo ist die? Ich glaube hinter dir. Da am Haus vorbei. Am Haus vorbei? Am Zelt. Ich berichtige mich. Oh, schon wieder so ein Wildschweinchen. Ja, pass auf, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich hau die einfach kurz und klein. Und zieh mir diese Hälfte rein. Kann deine Machete eigentlich kaputt gehen, Toni? Die nehme ich mir auch mit auf der anderen. Da ist die Hälfte. Da ist die Hälfte, jetzt habe ich... Naja. Eine Hälfte mehr. Egal, jetzt bin ich voll mit den Stats, das ist super. Und jetzt muss man gucken, ob es Leben hoch. Genau. Auf jeden Fall ab zum Boot. Da ist ein Wrack. Von da kommen wir. Ich glaube, da war ich schon. Ich schwimme einfach mal zur nächsten Insel. Komm. Eine weiter. Ja, das muss sein. Um die Insel drumherum und ja, dann weiter weg. Dann müssen wir wieder ein Zelt bauen. Da wird man dann sehen. Ja, das ist immer gar nicht so einfach. Ja. Naja, eigentlich doch. Eigentlich ist es einfach. Kokospalmen stehen überall, ne? Kannst du die eigentlich fällen? Ja, genau. Zum Bett bauen brauche ich eigentlich auch Palmleaf, das oben, dieses Gestrüpp. Kann das sein, dass ich hier meinen Kompass verloren habe? Das könnte möglich sein, aber wo? Eine gute Frage, ich weiß es gerade auch nicht. Ich bin echt müde und geschafft vom Real Life. Und das kann mal passieren. Ja, ja. Guck mal, hier war ich schon, siehst du, alles ausgeraubt. Ja! Ninja Tony. Ninja Tony. So, hier, hallo. Da waren alles noch, Reifen. Ja, brauche ich nicht. Kann ich eh nicht aufnehmen. Kann ich irgendwie nur ziehen, weißt du, mit Rechtsklick. Wenn du die in das Floß tust und dann ins Floß reinschlüpfst. Kann das sein, dass ich hier meinen Kompass verloren habe? Ich weiß nicht, das sieht alles so gleich aus. Hier liegt nicht zufällig ein Kompass. Ah, da war eine Sardine. Können wir die nehmen? Nee. Bestimmt mit einem Speer. Ja, das stimmt, aber ich habe eh kein Feuer und kann das irgendwie nicht essen, so roh. Dann machen wir Sushi. Ja, ich stehe auf Sushi. Ja. Persönlich. Das ist was ganz Feines. Ich hätte auch mal wieder Lust auf Sushi. Ich war erst vor 2 Wochen, glaube ich, mal wieder Sushi essen. Echt? Im Sushi-Circle. Kann ich nur empfehlen. Guck mal, jetzt bin ich hier. Ja, da möchte ich den auch mal hin. Guck mal, was sind das für eine. Was sind das für eine Bohlen? Das ist der Nichtschwimmerbereich dahinter. Ach! Auch gut! Mann! Im offenen Meer Nichtschwimmerbereich. Wow, da war der Stein. Oh, das war eine Welle. Weiß nicht, was ist das? Ist das der Rand der Meer? Nein, das gibt's doch nicht bei Stranded Deep. Das weiß ich ja nicht. Finden wir es raus. Finden wir es heraus. Ich bin auf jeden Fall schon mal so nah gewesen. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn man da rausschwimmt. Soll das einfach mal riskieren? Ja. Ja. Yeah. Vielleicht kommen jetzt große Wale. Und du kannst Waltran zu dir nehmen. Ja. Das finde ich ja persönlich gar nicht so also schön. Also ich sehe ja hier gar nichts, ne? Aber vielleicht gibt es ja doch ein neues Leben. Zivilisation, das Spiel ist zu Ende. Wiedersehen. Ja, vielleicht findest du ein Wasserflugzeug und kannst damit rumfliegen dann zwischen den Inseln. Das wäre mal ein richtiges Highlight. Meinst du, hier gibt's was? Da gibt's was. Inseln. Soll ich da hinschwimmen? Ja, das kannst du machen. Wenn du den Weg zurück weißt, dann ist alles gut. Na, ja, immer dem Bojen entgegen, aber die siehst du nicht mehr. Nee. Ist die Insel im Rahmen?
Oh, im Schwimmerbereich? Ich denke schon. Ich denke einfach, das ist die Markierung, wo keine Inseln mehr sind. Kann das sein? Das offene wilde Meer quasi. Kann das sein? Das könnte sein, ja. Mhm. Ja, das Problem ist nur, wenn ich den Engine finde. Oh, ganz schön wellig. Ganz schön wellig. Und dann wieder nach Hause zu finden, ne? Ja, aber es ist ja gut möglich, dass du da was findest, was dir weiterhilft. Das kann gut sein. Meine Güte. Oh, hier. Oh, was war das, ey? Du bist bestimmt jetzt in eine andere Dimension geglitten. Flupp, Wurmloch. Glitten. Dann sind dann 7 cm lange Würmer. Und die können sprechen. Hallo. Hallo Toni. Ich bin Ferdinand, der Wurm. Ich glaube, da gibt es nichts zu holen. Oh, das sieht schon nett aus. Ja. Ein bisschen dieses wie, Teil hier, ne? Wie eine Skyline in einer kleinen Stadt. Ja. Oh. Holprig, das Wasser. Mega leck. Ja, aber du bist ein guter Paddler, ne? Ja. Voll schnell gehst du da so Wildwasser-Rafting durch. Jetzt mittlerweile. Vorher war ich ja ein bisschen kraftlos, doch jetzt. Oh, da hinten ist eine ganz große Insel. Also die klappern wir fix ab, würde ich sagen. Ja, vielleicht kannst du da klettern. Uh-huh. Man muss sich ja auch Hobbys suchen. Genau. In solchen Spielen, weil es wird langweilig. So weit geht's ja noch nicht. Ich kämpfe ja immer noch ums Überleben, so wirklich. Ich habe noch keine Nahrungsquelle, obwohl ich so einen Wasser-Collector habe. Kollektor. Aber ist ja keine Nahrung, ne? Ist ja nur Wasser. Ist ja nur Wasser. Was heißt nur Wasser? Wasser hast genau, und ich habe kein Feuerzeug. Schon kostbar. Ansonsten kann ich ein bisschen fischen und mir ein paar Fische braten. Oh, hier. Richtig Steinplatte im Meer. Genau, und da hinten auf der Insel war ich nicht. Auf jeden Fall da bin ich mir auch fast sicher. Hab ich jetzt so einen kleinen Umriss. Da sind aber Ranken vom Stein runter, siehst du das? Tatsächlich. Da kannst du vielleicht hochklettern und da oben liegt dann ein Feuerzeug. Tja. Guck mal! So eine Teile liegen hier, ja, die habe ich cool, noch gar nicht. Ich glaube, die brauche ich. Jo, nimm die einfach mal. Oh ja. Kannst du klettern? Nein, ne? Nee. Schade. Das wäre schön gewesen. Das wäre echt toll gewesen. Das wäre fast meine Illusion hätte fast Grund und Boden gefunden. Aber es ist schön schattiges Plätzchen, ne? Wenn es mal zu warm wird. So. Ja. Hm. Problem ist, hier gibt's wahrscheinlich einfach nichts. Guck mal, meine Herzzahl geht aber nicht hoch. Dann brauchen wir wahrscheinlich Medizin. I think I broke something. Diese Platten, die mit der Stahlträger. Ich hab mir die Bandage auch gar nicht gegeben. Guck mal, 1 von 2. Ja, aber wie geht das? Das sind mehr Stahlträger, Tony. Aber ist ja nur mehr so, wenn ich Bluten. Hier sind Stahlträger, wo? Vor dir, direkt. Links, rechts. Ist egal, hinter dir halt. Ah! Ja, die nehme ich doch mit. Mit Vergnügen. Immer wenigstens haben wir Stahlträger gefunden. Oh, noch mehr. Ich frage mich immer noch, wie die Stahlträger reingespült werden ans Land. Und ans Land. Ja. Das weiß ich auch nicht. Aber Wasser, du weißt, Wasser ist berechenbar. Das Wasser hat eine Kraft. Water can flow. Water can crash. Be water, my friend. wo wollte ich jetzt hin? Zu der nächsten Insel. Weiter. Weiß ich nicht mehr. Die rechts, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich. Oder? Ja. Ich wollte hier hin, auf jeden Fall. Und hier gibt es leider nichts. Nix. Oh, wir müssen na, bald mal so eine Palme finden und sparen. Ja, das machen wir auf der Insel. Ich glaube, da gibt es mehr zu holen. Und dann musst du von da aus so nach rechts schauen und dann kommen wir, denke ich, wieder nach Hause. Ja, ich glaube nämlich links ist eher das Zuhause. Echt? Ja. Ja, wir sind doch da gerade auf die Insel gekommen. Ja? Ja, von rechts. Gerade drauf zu. Aber rechts ist doch hier der Nichtschwimmerbereich. Ja, da kommen wir ja her. Ja, aber wir sind doch nur mal kurz außen rum. Ja, um die Insel drumherum. Oh. Voll. What the fuck? Voll die große Wetter hat uns erwischt. Oh, jetzt ist dunkel. Yep.
und wissen es nicht mehr zu sehen.